Yo, yo, Leute, willkommen zurück bei Grand Theft Auto 4. Es geht weiter. Und erstmal gegen Baum knallen und jetzt ist alles wieder prima. Wir haben keinen einzigen Auftrag mehr. So wie ihr sehen könnt, ist die Karte leer. Wir haben nichts, nada, niente. Scheiße, alles kacke. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis unser Handy mal wieder klingelt. Und vielleicht irgendjemand uns erlöst von dem Nicht-Dasein mit Jobs. Solange müssen wir uns in der Stadt vergnügen, ein bisschen Radau machen, vielleicht ein paar Granaten aus dem Fenster werfen. Oh, da ruft schon einer an. Becky. One last cop on the streets of Liberty City. What do you mean, Becky? I mean that my cop brother Francis McCreary is no longer with us. You and Jerry must be very upset. Hard couldn't stand the bastard myself. That said, the only celebrating Jerry's gonna be able to do will be in prison. He got hauled in last night. Gee, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, if he lost the family, if he comes to Francis, then the church is something. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember where the truth is going. Wir sollen in die Kirche gehen. Nein! 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 Wir müssen weg hier. Scheiße. Weg, 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 weg. Where are you going? Hello. Finde ich interessant. Wir brauchen ein neues Auto, verdammt. Scheiße. Nein! Nicht! Geld! Ignorieren! Und weg! Oh, wieso muss die Schlampe eben im richtigen Moment anrufen? Ey, alter Schwede, verdammt. So, jetzt sehen uns die Bullen nicht mehr. Jetzt hauen wir erstmal ab. Über die Seitenstraße hier. Leck mich doch, du Fotze! Lass mich jetzt in Ruhe, Mann! Ich habe keine Zeit jetzt für die Bitch! Fuck, da kommen die Bullen, die suchen mich, die suchen mich, die suchen mich. Mach doch schneller, Alter. Ja, jetzt kann ich an. Es geht! Hi, Nico! Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. You're probably the only one. He was too much of a cop for my family to accept him and too much of a gangster to be accepted by the cop. What did you think about it? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. So. Begibt es zur Kirche und nimm an der Beerdigung teil. Okay, große Beerdigung. Und den kleinen Mann. Und den kleinen Polizisten. Wir werden dabei sein. Vielleicht werden wir auch jemanden töten bei der Beerdigung. Wer weiß. Wir können ihm ja nochmal in den Kopf schießen. Vielleicht hat das eine Mal nicht gereicht. Wer weiß, wer weiß. Der weiß, der weiß. Der Schweiß, der Schweiß. Und so weiter und so fort. Ui, da kommt aber eine Horde Autos. Und dann... Ich finde es ja nett, dass wir bei seiner Beerdigung eingeladen sind. So als Killer, also da wir ihn ja getötet haben. Gehört es ja auch so, dass wir natürlich dann auch daran teilnehmen dürfen. Das wäre ja unfair, wenn nicht, ne? Das wäre ja wirklich unfair. Wir sind auch noch richtig gut, sehen wir aus und so weiter und so fort. Und es geht los. Beerdigung. And while no one is suggesting he was an angel, none of us are. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear. But he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. 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 Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. I'm, sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. Hmm. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Oh my God, get the hell out of the way!
Wir gehen mit einer Knarre auf die Beerdigung. Es ist geil, ey. Oder geht's auch noch ab und noch mehr Tote? Das gefällt mir. Scheiße, ihr blöden Wichser, ey. Warte, ich hab doch hier neue Spielzeug. Ich hab gerade mal kreuzweise gegeben. Was glaubt ihr eigentlich, ey, was ich mit euch mach? Ich tu mein Bestes, genau. Ja, guck mal hier. Oh! Wow! Was ist jetzt gerade passiert? So, ich glaube, wir haben alle erledigt. Da kommen noch mehr, ne? Bum, bum, bum. Das haben wir uns gekauft hier. Was glaubt ihr, Mann? Guck mal, was man hier für schön gerade auch machen kann. Hey, nicht da reinfliegen, wir sind da rein. So, jetzt fehlen wieder ein paar. Bei einer Beerdigung, sagt er. Natürlich, wer was denn sonst? Was hast du gerade überlebt? So. Steig ein. Steigen die Leichenwagen ein. Und jetzt fahren wir noch eine Runde mit dem rum. Frankie's plot is in the graveyard on Colony Island, Nico. Can we put him in the ground? Haben wir noch die Reifen dran? Okay, wir bringen den Leichenwagen zum Friedhof. Unglaublich! There's a whole lot of hair where the back door should be, Nico! Go easy on her, my brother will fall out! Hier läuft doch irgendwas schief, oder? Von dir nicht auch? Nee, wir kommen sogar Polizeischutz. Wow. Okay, auf die Bullen schieße ich nicht, das Ganze vergessen, ey. Ich habe nur wieder Probleme, wir sollten aber den Sarg nicht verlieren, ne? Das wäre wahrscheinlich schlecht. Sind das Feinde? Okay. Einfach mal drauf schießen. Ey, verpisst euch! Sonst fehlt ihr! Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, wir haben es abgehängt, oder? I don't think they're after us no more, Nico. Shit, I never thought I'd be on the run from some Albanian gangsters with a cop in the car. Can we call for backup or something? Are you suggesting that I'm a fucking cop? I thought that you would know better than that. No, you dumb European fuck! I met my brother, Francis. It was a joke. Hell of a fucking time to be making jokes about your dead brother. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death. I guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those... Alright, we're fucking here. Let's bury this bastard. Jetzt graben wir den Bastard, sagt er. Ey, leck mich am Arsch. Der geht immer voll ab. Rest in peace. Thanks, Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Ne, wenn du jetzt nicht Schönheit wärst, okay, aber so doch nicht. Pfui Teufel. Ah, sie verlassen mich alle. Aber dafür haben wir schöne Fahrzeuge. Wie wär's denn mit dem hier? Der sieht mal richtig nice aus. Und die Beerdigung war auch nice. Ja, komm, schlag doch die Scheibe ein. Hat nicht mal eine Alarmanlage. Sehr schön. Okay. Passt. Neues Auto. Neues Auto und kein Auftrag. Wir müssen wahrscheinlich wieder warten, bis wir was bekommen. So, der wäre jetzt unter der Erde, der Francis. Habe ich ein bisschen was abgekriegt, ne? Da sollte ich vielleicht nochmal einen Waffenladen suchen. Ja, da unten und nochmal. Vor allem sollten wir nochmal vielleicht. Boah, komm, wir fahren mit der Bahn hier. Yeah! Was geht hier? Upsa. Ich wollte schon immer mal mit so einer Bahn fahren. Also im Spiel. Cool. What the fuck? Ich glaube, da kommt gleich einer. Was ist los? Irgendwie ist gerade ein Monster-Lag. Ein Monster-Lag. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, jetzt dreht gerade alles durch hier. Es hat sich wieder gefangen. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht irgendwas abgekriegt hat. Oh, unbekannter Anrufer. Nico, Gerald McCreary here, calling from the Albany State Correctional Facility. Hey, Jerry. I heard you've been locked up. I'm sorry to hear that. We gotta discuss something. I put you on the visitors list here. You come down. Oh, er will mit mir reden. Ja. Ich möchte aber mit der Gondel fahren. Ui. Was? Kinokamera. Man kann hier. Man kann hier das Tempo. Aha. Cool. Interessant, da sitzt er. Aus dem Teig sollte man auch jemanden killen können, das wäre auch lustig. Packy hat mir geschrieben. Jetzt geht's aber ab hier. So, darf ich jetzt raus? Ich glaube schon. Ich glaube, mein Rechner hatte gerade einen Schluck auf. Lesen. Nico, danke für die Aktion auf der Beerdigung. Du bist ein guter Mann. Das war Wahnsinn. War natürlich das letzte Mal, was Ma braucht. Hab gesehen, dass du mit Kate geredet hast. Du listiger Bastard. Diese Augen sehen alles. Erleck mich doch, du Arsch. Warte mal, kann man was zu trinken kaufen? Macht man auch wieder die Energie? Oh, das gibt. Gibt es etwa kugelsichere Weste? Nee, das hat jetzt meine Energie wieder aufgeputscht. Okay. Super, geil, oder? Hätte ich das gewusst, dass man auch mal eine Limonade saufen kann. Ich hab das viel früher gemacht. Kate? Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Is that true, Nico? I guess it is. I'll see you at the wedding then. The real estate prices. Oh mein Gott, das ist so gay. Ich hab keinen Bock auf eine Hochzeit, Mann. Ich will lieber irgendwelche Typen killen. Moment, das war jetzt mein Auto. Wir brauchen erstmal ein Auto. Und dann brauchen wir einen Waffenladen und dann sehen wir mal weiter, was dann passiert. Gib mir mal ein Taxi, Alter. Hey! Dann gib mir irgendwas anderes. Da, guck mal, ein Roller. Auch gut. So. Schon erledigt. Musst du jetzt hier im Weg stehen? Müssen die mich jetzt hier nerven? Wow! Voll der Willi, hab ich gerade gemacht. Also halt, ich bin jetzt im Waffenladen darüber. Er rennt zur Leiche. Oh, Gott sei Dank, das tut schon mal in Ruhe. So. Oh, fuck. Das war knapp. So, da vorne ist schon der Laden. Irgendwann müssen wir eigentlich mal ankommen. Gib auf den Weg, ihr Wichser. Wieso steht der da rum? Dann seid ihr selber schuld. Oh Mann, jetzt wollen sie alle wieder was von mir. Felix, I have your man. He's been thrown in. We're going to drop him in the airport cargo area for you. No more jobs? Is that it? Am I out? You're out. You've done good things for us. We are grateful. That's it. I've given you a lot of protection. From here in, you're alone. Goodbye. Okay, sie haben den. Sie haben den Typ. Den einen Typ, wo sie da vom Zoll, also irgendwie suchen, haben wir jetzt gerade irgendwie kassiert. Roman. Yo, motherfucker. Was geht? Roman, they brought Darko Brevich into the country for me. This is almost over. I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Come collect me from Firefly Island. Alright, wait there for me. Oh. Also Roman ab, aber erstmal müssen wir in den Waffenladen gehen. Und danach sollte ich erstmal wahrscheinlich irgendwie pinkeln. Hey man, this is a clean business, no trouble. Also eins müssen wir uns merken, wir sollten nicht die ganze Waffe zerschießen, weil sonst müssen wir jedes Mal eine Waffe kaufen. Und das kostet richtig Asche, ne? Habt ihr schon gemerkt? Deswegen gucken wir, dass wir nur einen Schuss übrig lassen. Auch wenn es nicht anders geht. Kaufen noch eine Weste. 36.000 haben wir noch. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wir pausen jetzt ein bisschen neben unserem Roller. Yeah. Im nächsten Part. Bleibt auf jeden Fall dran, Freunde. Bis dahin. Schönen Abend noch. Ciao.